Warum? Dieser Superglaube ist nicht ernst gemeint und lediglich wird unter dem Zwecke gedacht. Danke und willkommen bei Lautmaus der Klapse, der schönen Internetshow auf diesem Kanal. Let's go. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland einig, Vaterland. Alte Not geht es zu zwingen und zwingen sie vereint. Denn es muss uns doch gelingen, dass die Sonne schön wie nie über Deutschland scheint. Strophe 2. Glück und Friede sei beschieden, Deutschland unserem Vaterland. Alle Welt sehnt sich nach Frieden, reicht den Völkern eure Hand. Wenn wir brüderlich uns einen schlagen, wir des Volkes Feind. Lasst das Licht des Friedens scheinen, dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint. Lasst uns pflügen, lasst uns bauen, lernt und schafft wie nie zuvor. Und der eigenen Kraft vertrauen, steigt ein Freigeschlecht empor. Deutsche Jugend, bestes Streben, unseres Volk in dir vereint. Hallo, ich habe gerade in das Auge von Jesus gesehen. Hier. Also, das ist einfach lecker. Denn ein Becks, das macht immer Becks. Alter, das Auge von Gott ist echt. Ja, das ist echt, Leute. Das Auge von Gott. Das Auge von Gott ist echt. Denn ein Becks, das macht's immer weg. Boah, ist mir schlecht. Ich will mehr hören. Ach ja, sehr wichtig. Der Typ heißt Gigi Soprani. Wir gucken mal in seine... Ja. Ich habe 16 Linien durchgezogen, Alter. Scholz ist ein Roboter, Alter. Steam will ich nicht aktualisieren, Alter. Meine Bewerbung sagt Spülianer. Mein Arbeitsplatz ist die Suppenküche, Alter. Meine Diener ist der Crackdealer vom Hauptbahnhof. Angela Merkel küsst mir die Füße. So sieht's aus hier. Ich schreibe eine Bewerbung. Was steht drin? Straßenname 1618 Amerika. Ich komme aus Deutschland. Meine Telefonnummer ist 666. An welchem Datum wurden Sie geboren? Ich wurde am 11. September geboren. Wo leben Sie?
im World Trade Center. Was mögen Sie? Wasser. Ist Wasser echt? Nein. Ja, was ist das für ein Scheiß? Achso, jetzt sind wir noch da. Ah ja. Der Unterschied von einem Word-Dokument und einem RTF-Dokument. RTF steht für Rifle, Didden und Biggen. Merkt euch das, Leute. Rifle, Didden, Biggen. Meine Bewerbung geht mir am Arsch vorbei. Ich schreibe doch lieber nur eine 2. In dem Mathe-Test findet 1 plus 1. Ja, genau das mag ich am liebsten. Den Scholz am Pölein gießen. Alter, das sind mal Reime. Mein Mega-Soundsystem habe ich für 1 Euro vom Obdachlosen genommen. Das Klopapier kann ich hinstellen in meine Ecke mit meinen kleinen obdachlosen Zellen. Die Polizei kommt in mein Haus. Als erstes gebe ich ihnen erstmal einen Birnenschmaus. Sage erst abgelaufen. Aber in Wirklichkeit war es doch nur ein fetter Zuckerhaufen. Meine Bewerbung macht sich nicht gut. Paula Krüger, die küsst mir den Hut und putzt mir den Hut auch. So sieht's aus. Nun beginnen wir mit dem Schreiben des Jahrhunderts. Mozart hatte 100 Hunde. Ich habe Mozart seine 100 Hunde weggenommen und sie in Schreibmaterial umgeschwommen. Mein Telefon geht seit 30 Jahren schon. Olaf Scholz hat mir das Telefon aufgeboten. Die Russen geben mir Raketen. In Donetsk hat's nicht mehr zu verstehen. Das Gras kommt von der Wiese. Die Kühe, die sind doch nicht mehr Kiese.
Die Absätze in World haben einen Einzug von 0 cm. Das ist auch deine penile Länge in Millimetern. Das Lenore, das kommt mir aus dem Ohr. Jeden Tag mache ich den Kauflandtag. Da gehe ich ins Kaufland und mache das Lenore klar. Das Lenore, das ist klarer als dein Bruder, Alter. Ich bin 60 Kilometer schnell. Was kannst du? Alter, die haben mich vergiftet. Kaufland hat mich vergiftet. Leute, Kaufland hat mich vergiftet. Kaufland hat mich vergiftet. Die sind auch damit im Komplott. Ich muss erstmal aufs Klo gehen. Alter. Oh. Sorry Leute, also wichtig, Kaufland hat mich vergiftet. Der hat mich vergiftet mit Persilwaschmittel. Ja, genau, das Persil. Seid auf der Hut. Lasst euch nicht von Kaufland enttäuschen. Sehr gefährlich. Die wollen euch alle langsam vergiften. Und dann, das ist ganz gefährlich. Also geht lieber mal zum Norma. Das ist einfach mal die bessere Option. Das hier. Ach du Scheiße, ist das hier. Boah. Aber DG Soprei, Wally, ist sehr gut. Und ich sag euch, es gibt auch ein neues Wasserwagen-Komplott. Ich habe heute gesehen, eine Wasserwaage. Früher, noch als noch der Osten war und als da noch nicht diese immense Kontrolle war, als da noch nicht noch echtes Wasser gab, als es noch diese echte Flüssigkeit gab, das nicht irgendwie so ein komischer Mix war,
Ja, heutzutage, was auch immer das sein soll. Ich meine, wir wissen es, aber ich soll es lieber nicht sagen, sonst muss ich wieder in ein Kellergebäude für 16 Stunden und das mag ich nicht. Ja. Auf jeden Fall, früher, im Osten, in der guten alten DDR-Zeit, da war es noch so, da war es einfach noch so, da konnte man, da ist man in ein Geschäft gegangen und da hat man eine Wasserwaage gekauft. Und wenn die Wasserwaage nicht einfach mal aus Titan oder Uranerz war, dann hat der Laden automatisch geschlossen. Solange das nicht feinstes Holz war, hat der Laden... Und was ist heute? Heute ist das irgendwie so ein Plastikscheiß. Mit Blech. Und ich habe mal reingeguckt. Das ist nicht ohne Grund einfach nur so billig gemacht. Da drin sind kleine Tracking-Sender. Bedeutet also, jedes Mal, wenn ihr so eine Wasserwaage in der Hand habt, trackt die alles. Die verbindet sich mit einem Telefon, egal welche Marke. Und dann hört diese Wasserwaage mit und sendet das an die Bösen. Und das müsst ihr unbedingt vermeiden, die Wasserwaage. Ach ja, und falls da JS draufsteht, kauft niemals Wasserwaagen von JS. JS ist richtig gefährlich. JS verbreitet Fehlinformationen. Die einzige Wasserwaage, der man noch ein bisschen trauen kann, das sind eben die alten, guten DDR-Wasserwaagen. Diese ganz neuen, wie gesagt, dieser ganze Plastik-Spiddelmist, kauft den nicht. Der hört euch ab. Der hört euch ab. Und ich sag euch, wenn es Zeit ist, wenn ihr mal so eine Flasche in der Hand habt und wenn dann der Tag gekommen ist, der Tag der Rechenschaft, dann werden all diese Flaschen auf einmal extreme Mengen an Saringas erzeugen. Und ihr werdet alle sterben. Deswegen geht gegen das Government. Geht gegen das Government, gegen die Overlords. Das ist gefährlich. Versteht ihr das? Keine westlichen Wasserwagen. Nur östliche Wasserwagen noch. Das sind die einzigen, die ihr trauen könnt. Ihr müsst echt aufpassen in dieser Welt. Wie gesagt, ich konnte die ganze Zeit teilweise nicht uploaden. Ich musste die ganze Zeit im Kellergebäude sein. Die Leute sind mir gefolgt. Versteht ihr das denn nicht? Die sind mir gefolgt bis zum Haus. Keine Ahnung, wer das war. Alter. Und da muss ich in den Keller gehen und sagen, oh ja, ich gehe jetzt wahrscheinlich... Ich mach gleich eine Radtour. Ich bin dann 16 Stunden da drin geblieben, weil wisst ihr, wie es in einem Kellergebäude ist? Das ist nicht schön. Das einzige Grund, warum ich das jetzt trinken kann, ist, weil es in einem Becks-Glas ist. Und ein Becks, das macht's einfach Becks. Deswegen kann ich das trinken. Deswegen. Das ist der einzige Grund. Ich will kein Track. Ich will Hardstyle hören. Sind die, ne? De facto ist, ich kann das nur trinken, als er drin ist. Dadurch ist die Vergiftung nicht so stark. Aber wenn ihr das so trinkt, ich sag euch, ihr sollt euch gar nicht wundern, wenn dann irgendwann auf einmal kommt, oh, sorry, ihr habt irgendwie Krebs oder so. Da müsst ihr euch einfach nicht wundern. Das ist auf keinen Fall. Da müsst ihr euch echt nicht wundern. Also kauft euch lieber Bags. Das ist das letzte sichere, was es gibt. Sonst ist alles schon. Es wird alles langsam am Start übernommen. Die sich nicht retten können. Wir hatten kleine Zähne eingesperrt. Und ratet mal, was in den Zähnen, was das einzige ist, was die drin will. Genau. Gönnergy Red. Also, ich rede aus teilweise Erfahrung. Gönnergy, das ist, keine Ahnung. Das ist, eigentlich darf man darüber gar nicht mehr reden. Und ich darf man darüber nicht reden. Weil es ist eigentlich, ist das so, kann man ungefähr vergleichen zum Napalm oder Atomwaffen. Das ist ein Kriegsverbrechen, Alter. Deswegen, passt da auf. Passt da unbedingt auf. Und ich sag mal, Leute, ich muss wieder in den Keller zurück
Und ich muss noch das Bex austrinken. Also, ich sag mal so, der Scholz, der macht meine Schuhe. Der Putin, der geht zu McDonald's und macht die Schuhe. Die Merkel, die macht die Schuhe. Denn der deutsche Staatshaushalt wird jetzt in der Ruhe ausgelassen, aus diesem Zoo gelassen und seinen Havoc rauslassen. So sieht's aus, Leute. Also bleibt da sicher draußen. Erstmal, ciao dafür.